Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit so einem heiligen Ritter duelliert und sind in dieses neue Gebiet gekommen, das ich auch noch erkunden werde. Aber zuallererst ist die Abzesse dran. Und die ist irgendwo da hinten. So, du wolltest letztes Mal schon nicht kämpfen, jetzt bist du dran. Ich lasse sogar extra den Basilisk leben. Und gehe erstmal nur auf die beiden Hänsel hier vorne. Dieses komische Piscasa-Vieh, das müssen wir übrigens auch einmal angreifen, weil das habe ich weder verwendet noch im Kampf gesehen und ich würde schon gerne wissen, wie es kämpft. Ja, es kämpft wie ein Huhn Essen sammelt. Mit dem Schnabel zu pieken. Boah, hat das viel Leben. Das hat ja dreimal so viel Leben wie jedes andere Vieh. Ich habe übrigens nur deswegen jetzt seine Werte, weil ich das Vieh halt schon mal hatte. Alter, wie viel Leben hast du denn? Das sauge ich dir erstmal raus. Ich mache ja gerade nichts richtig. Aber die haben auch alle keine Fähigkeit, womit sie genau Schaden machen könnten, ne? Der hat so viel Leben, der hat eine Runde überlebt. Ist mein Aramasa hat ihn nicht ins Schwanken gebracht. Aber jetzt sollte der eigentlich an einem normalen Treffer schon sterben. Ja. Erledigt. 300. Mit zwei Viecher. Oh, fast hier ein Krieg angezettelt. Guck mal, die Abszesse war direkt um die Ecke bei der letzten Folge. Oh, und dann direkt so viele Basilisken. Nein, danke. Ich kämpfe gegen dich. Oh, gegen Baphomet. Und das gleich dreifach. Das Gute ist, ich habe ihn. Und deswegen wissen wir, gegen was er eigentlich schwach ist. Warte. Wir brauchen nicht mal Fernrohr nutzen. Ich habe ihn ja. Gegen Licht ist er schwach, aber auch nur gegen Licht. Naja, wenn man so Dämon vor sich hat, kann man das eigentlich vorstellen. Das ist ja der Begriff von Dämon. So gesehen ja Satan darstellen. Nur aus einer anderen Kultur. Keine Sorge, Leute, die kommen noch zum Angriff. Dich muss ich austauschen? Gegen den Fürsten? Dass der Lichtattacken hat, das war ja mehr als klar. Du hast keine Mahama, oder? Doch, du hast Mahama. Dich kann ich drin lassen eigentlich. Guck nur eben kurz, ob jemand Mahama im Besser hat. Ja, Arme, ne, die Arme hat das im Besser. Und Parvati hat das auch. Warte, ich nutze Parvati, dann habe ich zwei Heile sogar auf dem Feld. Ja, jetzt kann ich einfach nur mit Mahama reindreschen, ne? Wie gesagt, die überlebende Runde, außer ich krieg den One-Hit. Weil Licht- und Finsternis-Attacken können One-Hitten. Ja komm, damit sie wenigstens zum Angriff kommen. Was ist denn das für ein lahmer Angriff? Einfach nur so stupsen. Was seid ihr denn für Luschen? Weg mit euch! Ich habe ein Grimoire bekommen. Ich kann einen boosten. Und tot. So, was kriege ich? Abwehrbereiter, Gottesschoß. Gottesschoß hole ich mir auf jeden Fall. Lichtmeister und Dunkelheitsmeister. Und natürlich, dass wir die ganze Karte hier jetzt sehen. Kurz noch gucken. Ist hier was zu mitnehmen, außer da oben? Nee. Ich glaube, hier hätte man nur in eine Richtung gekonnt, hier unten. Ja, hier hätte man nur in eine Richtung, glaube ich, gekonnt. Die haben wir schon bekämpft.
Ja, ich gehe mal eben kurz am Drachenlinienquell zurück und guck mir Gottes Schoß an. So, Leute, in der Welt der Schatten, neue Wunder öffnen sich. Abwehrbereitschaft. Wenn ein Verbündeter abwehrt, werden seine MP ein wenig aufgefüllt. Das wäre eine Fähigkeit, die ich auf jeden Fall haben will. Weil dann hätte ich halt eine Möglichkeit, MP wiederherzustellen ohne dieses Item. Ja, Gottes Schuss will ich halt, damit ich nochmal zwei Dämonen mitnehmen kann. Die Meisterfähigkeiten, die sind mir ehrlich gesagt Wumpe. Die hole ich mir hauptsächlich mit diesen Glorienkristallen immer. Ich brauche noch eine Essenzfusion und gucke, ob ich Parvati noch irgendwelche Helferfähigkeiten geben kann, weil die soll hauptsächlich supporten. Leute, ich habe eben kurz die Fähigkeiten durchgeguckt. Also, ich kann hier keine gute Fähigkeit geben, aber was ich machen kann... Skills. Ich kann mir Megiddo geben. Das lehne ich auch nie ab. So. Mahama will ich behalten und Megiddo, komm rein. Jetzt habe ich eine Allmachtattacke, die alle treffen kann. Ich weiß, ich booste mich damit nur wieder. Aber wir können das sehr gut gebrauchen in Zukunft. Ja. Ich stehe halt an diesem Drachenlinienquell. Ich habe schon mal geheilt und vorgesortiert. Dann können wir jetzt hier weiter gucken. Ach, warte, hier ist doch Brücke. Hier muss doch ein Miemann irgendwo gammeln. Als ob an einer Brücke kein Miemann gammelt. Will, ich bitte dich. Ach, ich gucke offscreen. Ich habe jetzt nicht Lust, hier 20 Minuten der Folge damit zu verschwenden, nach einem Miemann zu suchen, der vielleicht gar nicht da ist. Ich könnte hier runter. Gucken wir uns die Karte erstmal an. Oh, ich glaube, das ist ein großes Gebiet. Ich mache das so. Ich gucke erstmal hier oben. Von da halte ich mich noch fern. Das machen wir in der nächsten Folge. Weil das hier ist jetzt wieder eine Erkundungsfolge. So. Ich brauche einen kurzen Moment, bis ich wieder da oben bin. Deswegen Cut. Ich bin zwar noch nicht ganz oben... Aber da war niemand auf. Niemand Mitama auf dem Weg. Und den konnte ich natürlich nicht ignorieren. Omagatoki. Megiddo. Und deswegen nützt mir Megiddo nur in der ersten Ebene was. Aber es wird mir nicht abgezogen, wenn ich es nutze. Also wenn alle in der Gruppe Megiddo hätten, könnte ich 8-mal Megiddo einsetzen. Dafür müsste ich aber aus dem Toff heißt diese Kreatur so viele da rausholen aus dem. Das wäre abnormal. So, ich mache das jetzt so. Ich nutze jetzt 2 weitere Fernrohre und guck dann einfach, was sich am ehesten lohnt. Blitz scheint sich auf jeden Fall zu lohnen. Blitz und Kraft wäre es. Ich denke mal, dass der Blitzanteil höher ist. Deswegen nehme ich jetzt die Elektroscherbe. Ja, der Blitzanteil war wesentlich höher. Weil je mehr von denen ich mitnehme, umso mehr Items kriege ich. Ach komm, ihr habt das Vieh noch nicht gesehen und ich auch nicht. Ich glaube, gerade beim letzten Mal habe ich es nicht angreifen lassen. Deswegen darf es diesmal. Dich one-hitte ich am besten einfach. Ich finde es schön, dass Aramaster immer einen weiteren Angriff erlaubt. So, und jetzt kann ich guarden. Ich finde es übrigens doof, wenn ich die Grimoire kriege, wenn die eh alle auf Höchstlevel sind. Das bringt mir einfach gar nichts. Am meisten habe ich halt wirklich von diesen Glorienkristallen. Und ich habe das Vieh jetzt angreifen lassen. Also hau ich ihm mal ins Gesicht.
Kannst du machen, was du willst, du bist eh tot. Oh, ich habe ein Level-Up. Na komm, packe ich einmal Magie, dann wird Donnerbrausen auch mal stärker. Taos Heilkräfte sind übrigens jetzt nicht so praktisch. Die heilen immer nur einen von meinen Leuten. Also... Und das dann auch meistens nur die HP. Die MP, die bleibt leer. Was ich auch wiederum sehr unnütz finde. So. Da in dem Gebäude ist auf jeden Fall was. Hier will ich einmal hin. Die Viecher hauen eh von mir ab. Leute, ich bin Level 37. Die hauen alle von mir ab. Vor allen Dingen, viele von meinen Monstern sind auch über meinem Level, weil ich sie halt fusioniert bekommen habe und nicht übers ich laber die an. Dadurch haben die meistens immer 2, 3, manchmal sogar 4 Level höher als ich. Oh, was bist du denn? Du bist jetzt nicht der Boss dieser Ebene, oder? Nee, den haben wir noch nicht. Keine Ahnung, was du bist. Ich mache einmal ein Fernrohr auf jeden Fall. Und versuche den in meiner Runde einmal anzuquatschen. Von der Musik her würde ich halt denken, das ist ein Boss. Ja, ich brauche Blitz. Raus mit dir. Wir sehen es ja nachher, wie sehr ich Schaden mache. Dich muss ich auch auswechseln. Ich hole ein paar Warte für dich rein. Genauso wie ich die Seejungfrau auswechseln muss. Ist doof, wenn hier so Blitzviecher kommen und ich keine Blitzfähigkeiten habe. Also ist jetzt nicht so, als ob Blitz in meinem Team fehlt. So, mal gucken, kann ich nicht wegquasseln? Ne, das ist tatsächlich ein Boss. Donnerbrausen! Ich habe den Boss hier direkt herausgefordert. Den kann ich mir dann auch nur craften. Schale der Hygia! Okay. Kämpfst interessant. Ich kämpfe irgendwie immer genau gleich. Einfach eine Technik halt spam und fertig. Es hat keiner Schaden genommen. Deswegen hätte Segen Media jetzt nichts gebracht. Ach, warte. Ich guck nochmal in seinen Status rein. Nicht Autokampf. Den kann man einfach mit allem treffen. Okay, wenn ich irgendwie was Böses auf dem machen kann, sollte ich es versuchen. Warum suche ich mir hier eine Technik raus? Ich weiß doch, was funktioniert. Ich habe ein Illusionslevel bekommen, da bitte. Ja, er trifft weniger. Wenn Marienkarin auch noch funktioniert, ist super. Ja, hallo. Ich habe wieder 2 Statuseffekte in einer Runde gegeben. Er greift manchmal nicht an und er trifft weniger. So, zuallererst. Oh mein Gott, Hoki. So, Donnerbrausen. Jetzt hauen wir die Krits raus. Du bringst mir gerade im Kampf nichts, deswegen Gift. So, Masionga. Ich
habe ihnen 3 Statuseffekte gegeben. Obwohl, ersetzen die sich? Ich glaube, die ersetzen sich gegenseitig. Dann gebe ich ihm lieber den Verzauberungszustand. Weil das ist das Nützlichste. Ja, es ersetzt sich. Das wusste ich nicht. Aua. Aber er ist verzaubert. Der hat einen meiner Leute gekillt. Lebensperle? Ich brauche die. Ich kann die aber erst bei mir reinwechseln. Mach schon mal Media. Mach sie auch ein Gar. So, jetzt kann ich sie reinwechseln. Aber ist, glaube ich, keine gute Idee. Warte, ich halte mich. Ich würde das gerne einmal nutzen. Ich habe übrigens die King Frost Essenz auf mir drauf, falls das irgendwen jetzt wundert. Ich warte noch eine Runde, bevor ich die reinwechsle. Falls er jetzt wieder einen Gruppenangriff macht. So. Du komm wieder rein. Ich müsste Parvati noch eine Heilfähigkeit geben. So, Media. Was, Junge? Der sollte jetzt eigentlich sterben. Was für ein heftiges Vieh, ey. Gibt er so wenig. Aber ich sollte jetzt eine Fusion dann kriegen. Gib diese Flasche Succubus. Hä? Habe ich eine Quest gemacht, ohne zu wissen, dass ich eine Quest habe? Lustig. Ich muss mein Team wechseln, die haben kaum alle HP, MP. So, hab alle ausgewechselt. Die ausgewechselt werden müssen. Oh, ich muss auch 2 Seiten absuchen bei diesem Teil hier. Der hat jetzt richtig viel von der heutigen Zeit gefressen. Der Gegner. Poltergeister, die kenne ich schon. Ich könnte hier runter. Gucken, vielleicht ist da was. Ich werde hier wahrscheinlich ein paar Mal rumlaufen müssen. Kiste. Ansonsten ist hier nichts. Okay, einmal runter. Und dann wieder rein. Nochmal hochrennen. Da oben ist ein riesiger Glorienkristall. Den lasse ich nicht stehen. So, diesmal nicht hier runter, sondern weiter. Ey. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo zwischen diesen Autos ein Mima versteckt ist und dem sieht man einfach so schlecht, dass man sich nur beschweren kann. Wo geht's jetzt weiter hoch? Über das Auto geht's weiter hoch. Das habe ich natürlich gesehen. Mima irgendwo versteckt. Und man kann von hier aus auf das Gebäude rüber. Und da steht auch ein Miemann. Wie sollte ich hin und zurück kommen? So. Gloria eingesammelt. Ist hier sonst noch was? Nö. Dann können wir wieder weiter. Da kann ich wieder runter. Muss nicht sein. Da könnte ich nochmal eine Runde Kreisverkehr laufen.
Mit Poltergeistern ist hier sonst irgendwas? Nö. Außer einem Weg nach oben. Ich hätte auch die Treppe nehmen können. Also ist jetzt nicht weiter tragisch. Da, ich kann sie immer noch nehmen. Und Poltergeist. Der Kampf war jetzt nicht besonders. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind endlich auf dem Dach angekommen. Ich sehe da hinten schon Mitama, aber zuallererst, und das ist das Wichtigste, das nehme ich mit. Es sind 60 Glorie, die lasse ich nicht liegen. So, jetzt kommt die kurze Fanfrage. Wie komme ich an den Mitama dran? Einfach hier über die Dächer klettern. Das schaffe ich noch. Zehntausend Maka und Mitama. Ich könnte jetzt auf Allmachtsangriffe gehen. Aber ich habe halt kaum MP, deswegen gehe ich lieber auf ein Fernrohr. Blitz. Passen und Donnerbrausen. Wieder 20 MP weniger bei mir. Und ich kriege nur Grimoire dafür. Grimoire und Evangelium, das ist das Billigste, was ich dafür kriegen kann. Ist hier denn wenigstens noch was? Nee, hier kann ich nur noch runterspringen. Okay, ich habe die Oberhälfte dieser Stadt jetzt gemacht. Jetzt müsste ich die untere Hälfte noch machen. Ich sehe aber, dass die Folge schon recht lang ist. Ich werde mich jetzt zum Drachenlinienquell nach der Folge zurückporten und dann mich wieder hochheilen. Ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.